Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Company of Heroes auf Duclair mit Total War. Das ist Bekamo, das ist Martin. Hallo. Hallo, YouTube. Ja. Also, zwei Amis gegen zweimal PE. Das ist wirklich, naja, nicht so meins, würde ich sagen. Ja, das ist im Prinzip, man sagt ja, man kann ja sagen, im 1 gegen 1 ist Wehrmacht gegen Panzerelite. Ja, da ist die Panzerelite so um. Uff. Was, Wehrmacht gegen Panzerelite? Nee, Quatsch, Ami gegen Panzerelite. Da ist die Panzerelite im 1 gegen 1 vielleicht so 20% stärker, ne? Hm. Und das addiert sich ja hier nochmal da drauf. Also weil ja, ich würde sagen, 2-2 ist dann schon anders, aber trotzdem. Ja, wir schauen einfach zur Strategie. Ich baue das erste Gebäude, danach das Unterstützungszentrum, also jetzt noch nicht sofort, sondern kurz danach. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Jeep. Mit was? Mit dem Jeep. Jeep. Ja, und mein Spiel wird das Infanteriebasierte sein, wobei wir am Anfang beide die Schützen bauen. Ich glaube, gegen PE ist auch nicht so gut. Also, Doppel-PE, sagen wir jetzt mal, ist jetzt spielen, dann muss man dieses Scout-Card bauen, schon kann er keine MGs wunderbar umgehen. Oh, das hat gerade ziemlich geleckt bei dir. Ach so? Ja, aber, ach, sag's nochmal, was gegen PE nicht so gut ist. Ich hab's nicht richtig gehört. Gegen zweimal PE ist mich PSC Start nicht so toll. Ach so, ja. Denn der PE kommt. Nur ein Aufklärungsfahrzeug, dann kann er die MGs umfahren. Uiuiui, das leckt ja noch wirklich hier stark. Oh, irgendwo ist eine Falle. Achtung, weg. Haha. Und ich dachte, du wärst Level 16. Enttäuschende Leistung. Ach, hier noch eine kleine Story zu diesen Sprengfallen. Was ich auch noch nie wusste. Ja. Ah, wunderbar. Kettengrad tot. Ein Problem schon mal weniger. Ja, bei diesen Sprengfallen, wenn ihr die auslöst, macht euch nicht die Mühe, um wegzugehen, sondern geht durch den Punkt hindurch und erobert von der anderen Seite aus weiter. Das klappt tatsächlich. Ich blocke hier mit Schieße. Und ich schieße den ein bisschen zusammen. Ach, verdammt. Ist egal, nimm die Deckung. Oh, da ist das nächste Kettengrad, das schnappe ich mir aber nicht. Ja, auf jeden Fall sieht's ganz gut aus, würde ich sagen. Das Kettengrad, das zweite, gehört uns auch schon. Eventuell. Na ja, okay. Wenn wir den jetzt mit allen Truppen abfangen, das Kettengrad, da schick einfach alles dorthin. Da schießen wir Freund Blase da zusammen. Und ich glaube, die machen gar nicht so viel Druck. Die spielen zwar wieder so OP wie möglich. Na okay, ne, es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Also, ja doch, da ist der Infanterieblock vom ersten Spieler. Und ich überlege, ob vielleicht sogar der Doppelsniper eine gute Wahl wäre. Ich denke schon, der könnte fetzen, oder? Was meinst du? Ja, könnte wohl was bringen. Oh, von Norden aus. Oh. Oh, das ist mir schon zu viel von jeder Seite. Kannst du alle Truppen, die kämpfen können, an die Front holen? Ja, könnte ich. Das klingt jetzt wie, mache ich nicht. Okay, bring du mal Granaten, ja? Okay, ja, war auch gerade so ein Gedanke. Ich brauche nur noch ganz wenig. Aufpassen, da kommen die Granaten. Und meine Granaten kommen jetzt auch, kommen in Ausbildung. Warte, greif lieber noch nicht an, oder? Wollte ich auch gar nicht. War falsch jetzt von mir. Ich wäre fast mit reingerannt. Aus Übermut.
Und ich baue hier hinten jetzt mal eine Medic-Station, dass wir uns einen Tick zurückziehen. Ich guck, wann die Granaten rauskommen. Und, ich renne mal dem einen Trupp da weiter hinten rein. Ja, ich glaube, das könnte was werden. Das muss jetzt was werden. Ich überlege auch gerade, welcher von den Spielern eigentlich die... Oh, oh, Brandgranate. Weg, weg, weg. Autsch, autsch, autsch. Ach, das war jetzt natürlich sehr schlecht geplant. Ja, du musst deine auch mal werfen, hallo? Ja, aber die waren noch nicht fertig, als du schon angegriffen hast. Was? Oh, jetzt passt. Oh mein Gott, also so sollte es in etwa nicht ausgehen. Weg da, der wirft eine Granate auf dich. Ja, der Angriff war mir persönlich ein Tick zu zeitig. Also nicht nur ein Tick, ein ganzes Stückchen zu zeitig. Ja, okay, dann du mein Medic-Tank bringen, ich gehe nämlich auf Achter nach. Auf was gehst du? Das hat gerade so geleckt, dass es genau das verschluckt hat. Auf jeden Fall. Jetzt komm schnell wieder mit den Truppen vor, dass wir hier wenigstens noch mal ein Medic-Dings halten können. Also das wäre mir schon ganz lieb, wenn wir jetzt schnell wieder wenigstens ein bisschen was hier an die Front vorne bringen. Uiuiui. Ja, ganz erfolgreich war es nicht, aber es kann ja nur besser werden. Ach, verdammt. Was macht er im 8? Ah, noch nicht mal annähernd so weit. Ja, okay, jetzt sind wir hier mit einem Panzerwagen stehen wir gegenüber. Und... also stehe ich gerade mehr oder weniger alleine gegenüber. Also, was soll ich dagegen machen? Naja, links ist leicht gesagt. In der Mitte könnten die mich jetzt locker auseinandernehmen. Also, ich bräuchte schon etwas deine Hilfe. Ja, ich komme schon. Weil der am 8 ist ja noch nicht mal in Sichtweite. Also noch nicht mal annähernd so, dass man sagen kann. Da könnte vielleicht mal was kommen, ich weiß es nicht. Das ist. Okay, einen kompletten Trupp von den Kollegen erwischt. Das ist super. Ja, finde ich auch ganz froh. Aber jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch der zweite von den Panzerwagen. Und dann weiß ich echt nicht mehr, wie ich da noch weitermachen soll. Oh Mann. Also es sieht überhaupt nicht gut aus. Och man, jetzt liegt da noch so eine nette Ladung hier vor mich. Ich weiß auch gar nicht, ich würde ja ganz gerne wenigstens noch einen Trupp aus meinem... Och nein, der zweite Panzerwagen. Was macht denn deinem 8 oder wenigstens eine Pack oder so? Ja, ich baue gerade. Ja, gerade kommt jetzt erst das Gebäude hoch. Also, wir stehen voll in unserer Basis, haben nichts. Ich weiß nicht, wie das noch gut gehen soll. Ich glaube, naja, ich weiß nicht. Da, Komm, schick was vor an der Front. Ach, nee, das wird nicht reichen. Den Sanitätsstation können wir nicht heilen. Mal ganz kurz, ich komme ja auch noch. Ja, das Heilen ist bloß Quatsch, weil. Ja. Ach Mensch. Das ist ja mal mehr als schwach. Ja, Panzerwagen, was müssen wir das nächste Mal besser machen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der Angriff war blöd geplant. Also der war verdammt blöd geplant, weil meine Granaten erst kamen, als du schon drinnen standst im Feuer. Also das Timing hat da überhaupt nicht gestimmt. Ressourcentechnisch sind wir jetzt auch weit im Nachtreffen, im Rücktreffen. Und ja. Der am 8 ist noch nicht mal annähernd sichtbar. Wie viel Treibstoff hättest du denn im Moment? 10, 12. Deswegen. Hä, was hast du denn noch zwischengeschoben? Nix. Okay. Ich probiere mal Stickies mit Stickies. Zusammen mal. Ja, ich probiere mal den einen mit Stickies auszuschalten.
Bau doch mal hier hinten eine. Bau eine neue Sanitätsstation und zurück, zurück. Das wird so nichts. Ja, wie sieht's aus mit der Pack? Ah, die ist immer noch in Produktion. Irgendwo geht gerade eine Ladung hoch. Ah, die habe ich da im Kio, ja. So. Ach man, ey, ich kann die PE-Einheiten überhaupt nicht kontern. Ja, ich könnte es ja, aber wir sind irgendwie. Ich komme an den Panzerwagen nicht vorbei. Also wir haben beide unsere Probleme. So, die erste Pack ist da. Endlich! So, warte, ich komme mit dazu. Oh Gott. Boah, es ist so hart, boah. Oh, jetzt nageln da meine Truppen fest. Da kann ich auch schon wieder raus hier. Ja, endlich meine Granate gesetzt, hä? Ja. Naja, was heißt endlich? Das war. Die eine hat zwei Truppen weggefetzt von ihm. Komplette. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man noch so viel nach Front ist. Ja, Achtung, die. Oh ja, warte. So, da schicken wir das jetzt wieder vor. Und ich meine, mit Medics wegschlachten haben die es nicht ganz so. Und durch die Pack haben wir jetzt schön Rückendeckung. Ich glaube, wir machen wieder nach vorne. Müssen wir. Ich überlege auch, ob ich noch eine Sanitätsstation baue. Ich glaube, ich baue noch eine zweite. Und dann die Pack unbedingt vor. Oh, 3 AC. Das geht mir so dermaßen auf den Sack, das glaubst du gar nicht. Glaube ich dir auf jeden Fall. Ich schick mal 2 Truppen in den Norden, vielleicht kann ich da was erobern und nehme die Infanteriedoktrin, dass ich Ranger habe. Achtung, die Pack in der Mitte, unbedingt vorsichtig sein. Ah, hier! Oh, und die Pack schießt daneben. Oh, die Pack hat schon wieder mit dem geschossen. Was ist das denn? Ja, so läuft er. Au, au! Autsch! Uiuiui, also 3 ACs sind echt zumindest fieseste. Er hat es in 3 Sekunden den Trupp zahlen. Nein, nicht mal 3. Oh Gott, okay. Ach so, gut. Dann kommt ihr jetzt ein neuer Schützentrupp raus, oder? Nee. Ach, hier kommen schon die ganze Zeit überall neue Schützentruppen raus. Ah, warte, den da, den kann ich wegfetzen. Den kriegst du. Okay, die Granate ist ein bisschen unglücklich gesetzt. Deine dafür. Den mal besser. Ja, ja. Na, ich bin noch nicht so, dass ich der schon richtig anvisiere. Ich. Ach nein, Mist. Ach, ich bin so blöd. Ich hab verdammt nochmal vergessen, dass die ACs haben und die fahren gerade zu dritt hoch und killen mir alles weg. Das heißt, jetzt unten durchdrücken, sofort alles durch. Yep. Ja, also kein Glanzspiel von mir, da gehen wahrscheinlich auch bald noch die nächsten Schützen drauf. Aber hier, vielleicht kriegst du den einen. Ah, den einen haben wir noch bekommen. Super. Oh, au! Och, schon wieder nächsten Schützentrupp verloren. Das nervt ja so dermaßen. Auch die Fallen, die Sprengfallen, die sind ja auch alles andere als spaßig. Hol mal deinen Trupp aus meiner Basis raus. Ach gut, gut. Und jetzt die Pack, ganz wichtig, dass die da die beiden Packs Richtung Norden, das ist jetzt sehr wichtig. Bitte, bitte, bitte. Warte. Ah, vergessen. Ah, schade. Und Hetzer haben sie auch. Und hier weg mit dem Veteran-Level-Trupp, bitte.
Jetzt können die Packs auch wieder zurück, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Och, die Pack schießt aber auch die ganze Zeit daneben. Aber die Medics. Ja, ja, ich sehe es auch hier die ganze Zeit so. Da fällt ein Mann um, da stehen dafür drei auf. Oh, 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 oh. Zack. Oh, netter Schuss von Bazookas hier. Mist. Ja, das leckte gerade so wieder ein bisschen. Einfach mal sie nicht. Die Granate sitzt, die sitzt, die sitzt. Bam und fuck. Full Unit kill. Oh, ich sollte mich lieber aufs Spiel retreat. Ach nein. Ja, ich sollte mich lieber aufs Spiel konzentrieren. Aber vielleicht hole ich den Druck noch und habe meine Bar damit wieder. Und jetzt bitte hier aufpassen, da. So, die Packs sind jetzt ganz wichtig, dass die dort stehen, wo wir sie brauchen. Bitte, bitte, bitte. Der eine verschwindet bitte mit dem AC. Ha, ganz unten links. Oh, gefuckt. Komm, wir holen jetzt den seinen Trupp da an seinem Quartier. Also dass wir jetzt mal den seinen vorgelagerte Stellung dort stürmen, mit Infanterie aber nur. Dass die Packs ein bisschen weiter hinten bleiben, würde ich sagen. Ja, gut. Ah, oh, da kommt viel zu viel. Lass erstmal zu. Oh, 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 den einen kriegst du noch, oder? Ja, den hole ich mir auch noch. Feuer, Feuer, Feuer. Leute, da steht nur noch ein halber Mann. Also jetzt haben sie ordentlich eingesteckt, unsere Gegner. Müssen sie doch langsam mal ein bisschen. Ja, also jetzt dreht sich das Ganze. GG, da kommt GG. Was sind denn das für Loser? Nee, es ist wirklich so. Die überrennen uns hier, verlieren alles und gehen raus. Ja, wo ist denn da der Spielspaß? Da hast du auf jeden Fall recht. Verstehe ich auch nicht. Also, die haben uns am Anfang eiskalt gemacht und dann hauen sie einfach ab, ne? Wenn wir kurz die Überhand haben. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt schon gewonnen hätten. Ich muss auch sagen, meine Strategie war mehr Kamikaze als alles andere. Aber es klappt irgendwie immer wieder. Ja, irgendwie, irgendwann muss es ja mal, ne? Nee, es klappt ja relativ oft, will ich damit sagen. Ach so. Ja gut, ich geh mal jetzt C2, ne? Was gehst du? C2. Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt noch brauchen. Ah Gott, guck mal. Im Norden hau ab. Also der mit den Fahrzeugen, der ist auf keinen Fall schon raus, ne? Der ist noch drin. Ja, na, der hat ja auch noch was, der andere hat ja alles verloren. Wobei mir die wirklich so aussehen, als ob sie abgesprochene Teamkollegen wären. Bisschen, ne? Ja, ein bisschen abgesprochen. Geht das mit dem Mörser ist jetzt nicht so abgesprochen? Ja, das ist aber auch, glaube ich, der Computer. Yep. Wer kriegt denn hier den Kill jetzt, ne? Oh. Aber was war das jetzt? Den Kill. Alles. So, ey, vielleicht drückst du ganz links und ich mach Mitte. Ja, links ist schwer, weil er dann all seine Fahrzeuge von dort abzieht. Ja, dann es sei denn, ich kann meine komplette drücken. Infanterie von dort dorthin nehmen. Also wenn ich meine komplette Infanterie nach links nehme, könnte das vielleicht was werden. Muss es was werden? Und ich baue uns ein bisschen Sandsack. Ach Gott, und ich habe den noch bekommen, der hier geflohen ist. Das da hinten.
War jetzt Glück. Well, gay. Also geht er jetzt auch noch raus. Oder? Ja, hoffe ich doch. Was sagst du? Hoffe ich doch. Gegen PC spielen ist nicht so toll. Ja, das macht nie Spaß. Wobei viele Spiele dadurch noch gewonnen werden, dass dann der PC einspringt anstelle von Teamkollegen. Ja, aber hier wahrscheinlich nicht. Ja, ja, genau. Ja, so groß. Wir sind zwar nicht so gut, aber die Noobs sind wir auch nicht mehr. Der Noob sind wir schon lange nicht mehr. Ja, ja, okay. Oh Mist, nein, mein M8, den kriegt er noch, hä? Kriegt er den noch? Oh, da, ich hab da ja einen Schützen. Ne? Warn mich doch mal, dass dort ein Schütze gerade geopfert wird. Hast du es gesehen? Eine Mine, war das deine? Ja. So ein hässlicher Zufall. Das gibt's doch nicht, ey. Rechnet keine Sau damit, ey. Mal jetzt M8-Spam hier. Ja, M8-Spam ist immer gut. Also ich meine, wenn die mit Grenadieren kommen, da... Ja, da sind die M8s schon nicht fehl am Platz. Kleinen Panzerwagen. Ja, aber die Packs sind Geschichte, ne? Die scheidet ja da mit seinem Mörsern hier geschickt aus. Ja. Ja, das stimmt eigentlich. Obwohl seine Mörser jetzt auch nicht so... Also das Spiel, das ist vom Niveau sowieso jetzt nicht unbedingt so hoch. Nee. Ich meine, wodurch haben wir im Prinzip überhaupt gewonnen? Wie konnten wir die zurückdrängen? Weil die lauter Fehler gemacht haben und wir hunderte Schützentruppen bekommen haben durch diese Medic-Bunker. Auf jeden Fall. Du, ich hab keinen einzigen bekommen. Ja, du hast aber auch nicht so viele Truppen verloren wie ich dafür. Nein, 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 nein. Ja. Die Wahrheit. Oh ne, mein Sniper, mein Sniper! Okay. Schade. Hätte nicht sein müssen. Oh, Mitte, wir haben keine einzige Panzerabwehr. Aber du dafür mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Medic. Ja, oh, das wird nix, das wird nix da oben. Aber wenn, du musst nur eines zu dir ranbringen, schon hast du es. Guck mal, der eine hat Motorschaden, ran an den Speck. Ja, alles in den Tod jagen für die Panzerwagen. Oh, in der Mitte, sag mir doch Bescheid, dass der dort gerade meine Infanterie umbringt. Welche Infanterie? Der Pionier, der dort gerade die Stellung aufgebaut hat. Ach, deine Infanterie? Naja, im Bio, du wirst verkraften. Ja, das muss aber nicht unbedingt sein. Oh, jetzt haben beide Motorschaden wegen. Es regt so auf. Ist halt ein aufregendes Spiel, ne? Ja. Und jetzt schauen wir uns mal die Off-Map-Combat-Troop an. Ja. Warum fährt zu? Der Hetz. Ey, warum fährt der nicht zu? Na los! Und was? Die killen zwar richtig die M8s, aber irgendwie, ich weiß nicht. Und stecken nichts ein. Naja, zumindest nochmal zur Off-Map Combat Troop, von der ich gerade geredet habe. Schauen wir uns die doch nochmal an. Und zwar soll die angeblich immer die Einheiten schicken, die man gerade am wenigsten hat. Das wären in meinem Fall Pax, Unterstützungseinheiten und eventuell Panzer. Schauen wir hin. Panzer, ein Ranger-Trupp, ein Infanterietrupp und eine Unterstützungseinheit. Das ist ja gar nichts davon, ne? Das sagen wir so, eigentlich passt das schon ganz gut. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche, so ein M10. Ja, aber ich meine, es ist so ein... Okay. Ja. Da hat er dann aufgegeben. Man beachte meine Massen in der Basis. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja. Wirklich micromäßig habe ich nicht viel Verluste gekonnt. 100, 102 und der eine hat nur 15. Und okay, meine legendäre Punkteanzahl. 102 Verluste und 33 gegeben. Ja, wie würde man sagen, bei anderen Spielen ist Meat Schild oder so, ist Meat Schild, ach egal, jedenfalls
ist Fleischschild. Aber, nee, 23 Minuten nur, kam mir länger vor. Auf jeden Fall. Lädst du das hoch? Ja, ich glaube schon. Und vielleicht machen wir auch noch eins. Ich würde sagen... Oh, da halt Leute, aber nichts Gutes von uns, wenn wir das hochladen. Warum denn? Ach, das war doch mal genau, dass die Nachteile von der Panzerelite ausgenutzt. Es war total verpennt, dass der auch Panzerwagen hat, aber... Ja, auf jeden Fall, es war jetzt keine Glanzleistung von uns, ja. Ja, und dafür dann der Spam. Also was könnt ihr aus dem Video mitnehmen? Es ist manchmal gar nicht so blöd, die Sanitätsstation zu bauen oder gar 2, 3. Ist einfach so. Wenn ihr sie halten das könnt. Stimmt. Weil die Dinger sind richtig billig und beim Deutschen baut das ja jeder, ne? Ich würde sagen, fast, ne? Ja, bei den Deutschen baut heutzutage fast jeder Spieler einfach die Medic-Bunker. Warum machen es kaum noch Amis? Die sind ja nicht schlechter. Ich persönlich... Aber die brauchen mehr Men, dass ein neuer Schützentrupp entsteht. Ja, das stimmt schon. Aber dafür sind die auch billiger. Naja, zumindest ist es auf jeden Fall nicht übel und man kann mal drüber nachdenken. Gerade gegen Panzer-Elite nicht so schlecht. Wenn dann jeder Trupp dann neue Granate werfen kann und nochmal Brenz mit sich rumschleppt, man verliert zwar viel, wie man an der Statistik sieht, und killt nicht allzu viel. Meinst Bars? Bars, ja. Ja, Brenz wäre ein bisschen zu stark. Ja. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns für das Spiel hier. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Guckt unsere anderen Videos. Guckt die Videos von den Kanälen, die uns auf unserem Kanal zu sehen sind. Ja. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen für mein grausiges Headset. Und für die grausige Internetverbindung und sowieso für deine Anwesenheit. Genau, für alles nochmal. Tut mir leid. Und ja, tschüss.